FTX war die zweitgrößte Kryptowährungsplattform und hat ja vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet. Was das Ganze für deutsche Anleger steuerlich bedeutet, das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und der ganze Fall rund um FTX ist ja filmreif. Ich freue mich ehrlicherweise schon auf den Netflix-Doku, die in wenigen Jahren rauskommen wird. Das ganze Unternehmen rund um Sam Bankman-Fried scheint ein riesengroßer Betrugsfall gewesen zu sein und viele Anleger haben viel Geld verloren. Und für mich als Steuermensch stellt sich da in diesem Zusammenhang die Frage, kann ich Verluste, die ich da generiert habe durch diese Insolvenz, irgendwie steuerlich noch berücksichtigen? Also kann ich meinen Verlust irgendwie abmildern dadurch, dass ich das irgendwie steuerlich verrechnen kann und auf der anderen Seite dann weniger Steuern zahlen muss. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns einmal anschauen, wie denn generell Kryptowährungen oder Gewinne aus Kryptowährungen in Deutschland versteuert werden. Viele Leute denken nämlich, dass Kryptowährungen ja Kapitalvermögen, also Kapitaleinkünfte sind. Das stimmt allerdings nicht. Nach dem deutschen Steuerrecht, also im Einkommensteuergesetz, zählen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, nicht unter Kapitalvermögen, sondern zu den sonstigen Einkünften. Das heißt, du zahlst auch keine Kapitalertragssteuer auf Gewinne aus Kryptowährungen. Die ganze Berechnung läuft da ein wenig anders ab. Denn du musst auf Gewinne, die du machst mit Kryptowährungen, nur Steuern zahlen, wenn die Haltedauer unter einem Jahr ist. Das heißt, wenn du beispielsweise heute Bitcoin kaufst und sie in 100 Tagen verkaufst mit Gewinn, dann realisierst du einen Gewinn und musst darauf Steuern bezahlen. Wenn die Haltedauer aber über 365 Tagen liegt, dann ist das Ganze steuerfrei. Das Ganze gilt aber nicht nur für die Einnahmenseite, also nicht nur für den positiven Fall, sondern auch für den negativen Fall. Wenn du mit Kryptowährungen handelst und Verluste generierst, hast du diese Gutschrift aus dem Verlust nur, wenn die Haltedauer unter einem Jahr war. Das heißt, alles unter einem Jahr ist steuerlich wirksam, alles über einem Jahr ist steuerlich irrelevant. Das heißt, wenn du heute Bitcoin kaufst, du verkaufst sie in 100 Tagen mit Verlust, dann kannst du diese Verluste tatsächlich mit anderen sonstigen Einkünften verrechnen, beispielsweise mit anderen Trades aus Kryptowährungen. Soweit die ganze Theorie rund um das Thema Steuern und Kryptowährungen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das Ganze für mich, wenn ich zum Beispiel meine Kryptowährungen bei FTX hatte? Gehen wir mal davon aus, dass ich für 10.000 Euro Bitcoin gekauft habe und die liegen bzw. lagen bei FTX. Der Kaufzeitpunkt, der ist relativ leicht nachzuvollziehen. Aber wann genau habe ich sie denn jetzt verloren? Da, wo ich keinen Zugriff mehr hatte, da, wo ich sie nicht mehr verkaufen konnte oder mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Ab wann gilt dieser Verlust eigentlich als realisiert? Und da gibt es leider eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Der tatsächliche rechtliche Verlust tritt erst ein mit Ablauf des Insolvenzverfahrens. Deswegen, wenn du Kryptowährungen hast oder hattest bei FTX und jetzt auch keinen Zugriff mehr hast, hast du sie rechtlich noch nicht verloren. Du hast sie erst am Ende des Verfahrens verloren. Und das sorgt für ein riesengroßes Problem, denn so lange hältst du sie noch. Und so ein Insolvenzverfahren dauert Jahre. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das 3, 4, 5 Jahre dauert, bis du am Ende tatsächlich weißt, dass du diese Kryptowährung verloren hast. Selbst wenn du es heute schon weißt, hast du sie dann erst rechtlich verloren. Und das bedeutet, dass die Haltedauer deutlich über einem Jahr liegen wird. Das heißt, selbst wenn du sie am Tag vor dem Insolvenzverfahren gekauft hast über FTX, hältst du sie jetzt, zumindest rechtlich gesehen, die ganze Zeit, während das Insolvenzverfahren läuft und anschließend hast du sie verloren. Das bedeutet, die Haltedauer ist deutlich über einem Jahr, was auch bedeutet, dass du die Verluste, die du da realisiert hast, leider nicht steuerlich geltend machen kannst. Doch vielleicht hast du deine Kryptowährungen ja woanders geparkt, also beispielsweise bei Binance, und du hast jetzt ordentlich Verluste gemacht, weil ja der gesamte Markt durch diese Insolvenz nach unten gerauscht ist und viele, viele Leute auch auf anderen Plattformen gerade hohe Verluste einfahren. Und auf diesen anderen Plattformen, also beispielsweise Binance, kannst du ja noch handeln. Das heißt, du kannst jetzt deine Bitcoin oder anderen Kryptowährungen da verkaufen und damit deine Gewinne oder wahrscheinlicher deine Verluste realisieren und hast diese Verluste dann als eine Art Steuergutschrift, die du dann in Zukunft mit Gewinnen auch verrechnen kannst. Das heißt, wenn du auf anderen Plattformen aktiv bist, dann kannst du natürlich auch jetzt deine Verluste realisieren und dadurch steuerlich nutzen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Fragen beantworten. Auch wenn die Antworten zugegebenermaßen nicht besonders erfreulich sind. Übrigens gibt es auch einige Anwälte, die sagen, das Ganze muss anders laufen. Das heißt, ein Verlust und ein Verkauf im Bereich Kryptowährungen sollte identisch behandelt werden und da darf es keine Unterschiede geben. Weil tatsächlich für dich gibt es ja keinen Unterschied.
du hast keinen Zugriff mehr auf deine Kryptowährungen. Unabhängig davon, ob du sie verkauft hast oder durch eine Insolvenz verloren hast. Aktuell sieht es aber leider anders aus. Das heißt, wenn du Geld bzw. Kryptowährungen verloren hast, weil diese Kryptowährungen bei FTX lagen, dann solltest du dich mal mit einem Anwalt zusammensetzen und besprechen, ob es da nicht noch ein paar Möglichkeiten für dich gibt. Eine darauf spezialisierte Anwaltskanzlei verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Wenn du generell noch Fragen zu dem ganzen Thema hast, kannst du uns natürlich auch einen Kommentar unter diesem Video schreiben und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn dich die ganzen Themen Finanzen, Steuern, Buchhaltung für Selbstständige interessieren, dann solltest du auch diesen Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos rund um diese ganzen Themen. Oder du schaust dir einfach sofort eins der weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.